Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken. Ich bin hier in diesem Labor und habe keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Ich wollte eigentlich in dem Guide nachschauen, aber ich habe sie jetzt vergessen und jetzt habe ich die Aufnahme schon gestartet. Ne? Der Zug ist abgefahren. Da muss ich live schauen. Schauen wir mal im Laboratory. Pick up pole from front of screen. Ich glaube, das haben wir gemacht, oder? Genau, die Eisenstange. Okay. Pick up shoot. Das ist wahrscheinlich der Trieb, der shoot. Wahrscheinlich. Und Cable. Das haben wir auch. Okay. Immerhin. Close lab door. Okay. Was? Ich soll die geöffnete Tür schließen, da wäre ich ja in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Warum? Na gut, haben wir gemacht. Und jetzt pick up cable from behind door. Will der mich jetzt verarschen? Eine Tür, wie man sie aus abgedunkelten Geheimräumen kennt. Da ist kein Kabel hinter der Tür. Reden wir von was anderem? Die Pflanzenembryonen lagern in dieser Flüssigkeit. Ich fasse die nicht an, solange ich nicht genau weiß, was das ist. Das steht in dem Guide, steht, wortwörtlich steht da. Achtung, ich lese nochmal vor. Pick up pole from staircase rail. Das haben wir. Dann close lab door. Also die Laboratoriumstür schließen. Was wir hiermit gemacht haben. Und dann pick up cable from behind door. Aber das Cable vom Floor ist was anderes. Das, also ich weiß jetzt auch nicht. Da ist kein Kabel hinter der Tür. Ich bin die jetzt. Was wollen die denn von mir? Na, wie geht's denn weiter? Aha, okay. Das kann ich ja jetzt mal machen. Das behalten wir mal im Hinterkopf, dass hier angeblich noch ein Kabel sein soll. Keine Ahnung. Aber das nächste, was jetzt da im Guide stand, macht jetzt schon ein bisschen mehr Sinn. Gut, buddeln wir ihn ein und in 20 Jahren schauen wir dann, was aus ihm geworden ist. Was ist denn das eigentlich für ein Wunderdünger? Die Kanne ist leer. Ich glaube, ich lasse sie hier. Okay, Kanne brauchen wir nicht mehr. Sehr gut. Wahrscheinlich ist das der Kaugummi. Sollte ich sie noch brauchen, weiß ich ja, wo sie steht. So, jetzt bin ich gespannt. Weise mir den Weg, kleine Ranke. Einfach genial. Die Ranke ist hoch zum Fenster gewachsen. Etwas Besseres hätte mir nicht passieren können. Sehr schön, oder? Was will man mehr? Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir da oben rein. So, okay. Geheimer Planraum. Hier gibt es zum Glück gar nicht so viel zu durchsuchen. Das mag ich immer. Fangen wir mal da oben an. Eine extravagante Kugel, sicherlich eine Spezialanfertigung. Die Staubschicht verrät, dass die schon lange niemand mehr benutzt hat. Eine Kugel? Das sieht eher aus wie ein Schädel oder sowas. Naja, okay. Da komme ich nicht dran. Außerdem habe ich keinen Platz dafür. Ich sehe hier nirgends eine Bowlingbahn. Na, hoffentlich wird hier keine gebrauchte Unterwäsche aufbewahrt. Mist, abgeschlossen. Abgeschlossen. Sieht aus wie eine normale Schranktür. Ein Dartspiel für das Büro oder den heimischen Schreibtisch. Ha. Der Chef sollte einen nur nicht dabei erwischen, wie man gerade auf ein Porträtfoto von ihm wirft. Hey, Moment!
Wie es aussieht, werfen die Caponia auf mein Porträt. So eine Gemeinheit. Ich glaube kaum, dass das jemand vermissen würde, aber ich lasse es trotzdem hängen. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Aber wir haben Dartpfeile. Die Maske behindert mich beim Anvisieren der Scheibe. Ich sollte sie lieber ablegen, sonst geht das noch ins Auge. Wie du meinst. Ganz schön stickig unter der Maske. Ich werde sie wieder abnehmen. Wie du meinst. Zack McCracken, Dart-Ass. Blaues Hemd. Kein schlechter Wurf. Rote Krawatte. Grün. Na, Daumen. Yeah! Woo! Oh, ich glaube, da tut sich was. Aha, das habe ich mir nämlich gedacht, auch wenn es echt bekloppt ist. Sehr clever von den Caponian. Ja. Der Mechanismus im unauffälligen Dartbrett hat offenbar die Tür zu dieser elektronischen Vorrichtung geöffnet. Total brillant. Was soll das sein? Ein Teleporter? Wahrscheinlich. Langsam scheint es wirklich gefährlich zu werden. Setzen wir lieber die Maske wieder auf. Ein Block mit einigen unleserlichen Notizen. Um meine Telefonnummer zu hinterlassen, ich wette, die haben sie schon. Ein Tastenfeld. Ich sollte damit lieber vorsichtig sein. Ah, die Weltherrschaftspläne der Caponia. Jetzt bin ich gespannt, was genau sie vorhaben. Irgendwie werde ich nicht so recht schlau daraus. Also, hier haben wir eine Satellitenschüssel, die auf einen Satelliten zeigt. Ob vielleicht mit der Schüssel diese hier gemeint ist? Naja, weiter. Was steht denn da? Du Heilige. Diese Wahnsinnigen! Sie haben eine ganze Armee von Monsterpflanzen entwickelt, die sie auf die Menschen hetzen wollen. Und wie es aussieht, haben sie einen Plan B. Scheint, als hätten sie eine gewaltige Strahlenkanone gebaut, mit der sie die Erde zusätzlich bedrohen. Und ihre Kommunikation steuern sie über diese Anlage. Anscheinend ist diese Anlage für den Countdown und die Übermittlung von Satellitenbildern zuständig. Vielleicht kann ich sie ausschalten, um ihre Kommunikation lahmzulegen. Ich muss sie aufhalten! Okay. Schraubentier nehmen wir mit. Den Hebel, wo steht, nicht drücken, drücken wir. Auch wenn da vieles reinpasst, das kommt nicht in meine Tasche. Ich habe die Anlage abgeschaltet. Na, hoffentlich stellt das die Caponia vor ein paar Probleme. Währenddessen im Raumschiff der Caponia. Dumm-di-dumm-dumm. Arr! Was ist denn jetzt los? Warum ist das Bild weg? Die Relaisstation muss ausgefallen sein. Was? Ich wollte gerade den Einsatzbefehl geben. Das darf doch nicht wahr sein. Fick, verdammt. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, die Station zu reparieren. Technisch natürlich möglich. Aber es sollte lieber niemand von uns runtergehen. Dort treibt sich immer noch die Drohne rum. Eventuell hat sie ein Kabel durchgebissen. Wir können im Augenblick nichts machen. Außer wir übernehmen ein System der Menschen. Worauf wartest du dann noch? An die Arbeit! Das wird eine Weile dauern, Boss. Ich muss mich in einer ihrer Satelliten hacken und ihn auf Position bringen. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich eine Weile hinlegen. Ruf mich, wenn du fertig bist. Und beeil dich verdammt nochmal, sonst schmeiß ich dich aus dem Fenster. Jawohl, mein King. So. Gut. Können wir noch irgendwas machen? Sollen wir kaputt machen? Um was genau zu tun? Weiß ich nicht. Sie bewegt sich in Konzert. Ich frage mich, was genau sie übermittelt. Ich habe Kabelanschluss.
Das Gerät sieht aus, als sei es einem Bösewicht will die Welt unter Jochen Film entsprungen. Das ist die Maschine, die die Signale wohl verschlüsselt und sendet. Ich sollte damit... Ein Block mit einigen... Um meine Telefonnummer zu hinterlassen? Ich wette, die haben sie schon. Er sieht unbequem aus. Und ist es wahrscheinlich auch. Da haben sie... Ups, wollte ich nicht. Damit ich wieder zur Krankengymnastik rennen muss? Nein! Das scheint eine der Pflanzen aus dem Gewächshaus zu sein. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich eine Abneigung gegen dieses Grünzeug. Liegt vielleicht daran, dass sie mich andauernd fressen wollen. Ja, ja. Und dann schnappt es wieder nach mir. Nein, danke. Ich würde es ja gerne kompostieren. Na schön. Ich weiß jetzt nicht, gehen wir mal in den Teleporter, oder? Ich bin mir fast sicher, dass der Teleporter auf das Raumschiff der Caponia führt. Mit der Maske sollten sie mich hoffentlich nicht erkennen. Also los. Was ist denn das für ein crappy Teleporter? Komisch, oder? Werde ich hochgeschossen. Wir müssen sogar eine Klappe aufmachen. Ich habe es geschafft. Ich bin auf dem Raumschiff der Caponia. Hoffentlich läuft mir der richtige King nicht wirklich über den Weg. Der sollte seine Rolle ein bisschen besser spielen. Ich finde, du solltest lieber der ganze Zeit so reden, damit sie dir nicht auf die Schliche kommen. Gehen wir mal zu der Vorhang und schauen mal, ob wir der von der Behälter nehmen können. Ich bin gespannt, was sich unter diesem Vorhang befindet. Ich auch. Schon der ganze Zeit. Das hätte ich mir denken können. Ein weiteres Monster. Ja. Das muss Audrey sein. Das Urmonster, von dem mir der Angler in Schottland erzählte. Aus ihr haben die Caponia die Klone für ihre gentechnischen Versuche gewonnen. Sehr clever. Sie nicht auch unten im Gewächshaus zu lassen. Wenn unten etwas schief läuft, haben sie immer noch das Original. Bevor ich mich um das Gewächshaus kümmere, muss ich unbedingt Audrey ausschalten. Aber wie machen wir das? Ene, mene, mu. Mit Abzählreimen komme ich hier wohl nicht weiter. Was haben wir hier überhaupt für Möglichkeiten? Geschlossene Schacht machen wir mal. Ein geschlossener Runderschacht. Untersuchen. Spekulativ würde ich sagen, dass man dort etwas hereinsteckt. Sehr gut. Und einen Schalter, den werden wir betätigen. Aha. Ausgezeichnet. Und nun? Eine Treppe, sie führt hoch in die obere Etage. Hm, da ist ein Schild. Das soll wohl Rutschgefahr heißen. Wäre fatal, wenn ich mir so kurz vor Schluss den Hals brechen würde. Außerdem bin ich nicht schwindelfrei und sie hat kein Geländer. So, jetzt pass mal auf, was haben wir denn? Wir könnten Cola da rein in den offenen Schacht schütten. Lustig fände ich das schon, aber es hilft mir nicht weiter. Gut. Dann könnten wir mit dem Bambusrohr reinstochern. Wenn das so einfach wäre. Naja. Die abgebrochene Spitze vom Titancutter. Dann weiß ich es jetzt auch nicht. Können wir eigentlich mit dem da reden? Hey, du! Hallo, Chef! Hallo! Eine Art modernes Planetenmobile. Stellt es ein existierendes System dar? Oder sollten die Caponia tatsächlich etwas wie einen Spieltrieb besitzen? Vielleicht sollte ich mich nach 4 Meter langen Stelzen umschauen. Ich spiele nicht mit Planeten, die ich nicht kenne. Ah, sie überwachen alles. Ich wette, dass eine der Kameras in der Umkleide angebracht ist. Wäre doch einen Blick wert. Andererseits, wie sieht wohl eine nackte Caponierin aus? Ich will gar nicht daran denken. Hey, ich könnte die Anlage übernehmen, die ganze Erde überwachen und schließlich versuchen, die Herrschaft mit verrückten Experimenten an mich zu reißen. Vorher muss ich aber verhindern, dass die Caponier die Weltherrschaft mit verrückten Experimenten an sich reißen. Das lasse ich lieber. Ansonsten muss ich dafür am Ende noch Fernsehgebühren bezahlen.
Ich will nichts kaputt machen. Wirklich nicht? Ich dachte, deswegen sind wir hier. Ich könnte mir vorstellen, dass der King auf diesem Sockel zu seiner Mannschaft spricht. Sag mal, wie viel Caponia gibt es eigentlich? 10 oder so? Ja, was machen wir denn hier jetzt? Ene, mene, mu, mit ab. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. So sieht's nämlich aus. Ah, und morgen weiß ich dann Bescheid. Jetzt schaue ich wirklich mal ein bisschen in den Guide. Ich will nämlich, das ist ne, so eine gesunde Mischung. Wie schon im ersten Teil, so werde ich den zweiten auch spielen. Ich mache so viel wie geht ohne Guide. Und wenn ich dann den Guide benutzen muss, dann will ich mir eben nur ein paar Stichpunkte holen. Ein paar so Eckpfeiler, damit ich nicht hängen bleibe während einer Folge. Weil irgendwie ist das langweilig, wenn ich 20 Minuten rumstehe und dann irgendwie sage, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, weiß ich jetzt nicht. Deswegen machen wir das nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Tüdelü!